Hallo liebe Häckl-Freunde, heute habe ich diese tolle Kinderjacke für euch entworfen und gehäkelt. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 104 bis 158 und kann aus verschiedenen Materialien gehäkelt werden, da sie auf Zentimeterangaben beruht und nicht auf fixen Maschenzahlen. Ich habe die Jacke einmal in Größe 140-146 und einmal in Größe 152-158 für meine beiden Enkelsöhne gehäkelt. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Das verwendete Material sowie Richtwerte zum Verbrauch findet ihr auf einer Textseite im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel Nummer 4 und wir häkeln zunächst einige Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch, ich ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Dann gehen wir 3 Fäden zurück, 2 überspringen wir, in den dritten Faden stechen wir ein, holen den Faden durch, häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Diese 2 überspringen wir. Und in den Querfaden stechen wir ein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchziehen, eine Schlaufe abmaschen und dann die anderen 2. Schaut, dass euch die Anschlagskette nicht zu locker wird. Und wenn das der Fall ist, nehmt eine dünnere Häkelnadel nur für die Anschlagskette, zum Beispiel 3,5. Ich häkle meine Kette ca. 45 cm lang. Das machen wir für alle Größen gleich. Und bei mir sind das 70 feste Maschen. Die Maschenzahl muss durch 6 teilbar sein, plus 4 zusätzliche Maschen. Bei mir wären das also 66 plus 4. Ich schreibe euch andere verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und wie gesagt, die Kette muss ungefähr 45 cm lang sein und ihr sucht euch die passende Maschenzahl, mit der ihr am nächsten an diese 45 cm herankommt. Im Zweifel lieber 1-2 cm mehr, aber nicht weniger als 45. Und ich häkle meine 70 festen Maschen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 70 feste Maschen angeschlagen und ich habe ungedehnt gemessen ca. 45 cm erreicht. Ihr habt eine der genannten Maschenzahlen und ebenfalls ein Maß
von ungefähr 45 cm oder ein bisschen mehr. Jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Wir häkeln 3 Luftmaschen und bei meiner Zahl brauche ich inklusive Ersatzstäbchen 11 Stäbchen. Die anderen Zahlen schreibe ich euch immer oben in die Ecke. Also schauen, welche Ausgangszahl ihr genommen habt und dann oben nachschauen, welche Anzahl Stäbchen ihr häkeln müsst. Diese 3 Luftmaschen zählen ebenfalls als ein Stäbchen, damit ist der erste Maschenkopf besetzt und wir häkeln inklusive Ersatzstäbchen die passende Anzahl Stäbchen. Bei mir 11 Stäbchen. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 11 Stäbchen gehäkelt. Ihr habt eure Anzahl. In die nächste Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist die erste Zunahme. Ab der nächsten Masche häkeln wir dieselbe Anzahl wie vorher. Das heißt bei mir 11 Stäbchen und ihr macht eure Zahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe nach der Zunahme wieder dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt, bei mir 11, dann folgt wieder eine Zunahme mit 3 Stäbchen in eine Masche. Und dann folgt die doppelte Anzahl von vorher, das heißt bei mir 22. Und ihr könnt immer oben nachschauen, welche Zahl ihr braucht. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ab der Zunahme meine Anzahl Stäbchen gehäkelt, bei mir sind es 22. Jetzt folgt wieder eine Zunahme und die besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt folgt wieder dieselbe Zahl wie in den ersten beiden Abschnitten. Bei mir sind es 11 und ihr macht eure Anzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine 11 Stäbchen gehäkelt, ihr habt eure Zahl. Wir häkeln noch einmal eine Zunahme, also 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt muss genau dieselbe Anzahl Stäbchen wie in diesem Abschnitt übrig bleiben. Bei mir sind es 11, ihr macht eure Anzahl. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Das sind die beiden Vorderteile. Hier ist jeweils ein Ärmel und das ist das Rückenteil. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln alle Stäbchen bis zur Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr die 3 Stäbchen in einer Masche. Auf das erste dieser 3 häkeln wir ein Stäbchen. Das heißt, dass hier jetzt ein Stäbchen mehr ist. Ins mittlere Stäbchen häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche und auf dem dritten Stäbchen beginnen wir wieder mit den Stäbchen und wir häkeln bis zum mittleren Stäbchen der nächsten Zunahme und das heißt, in diesem Bereich ergeben sich
zwei Stäbchen mehr als in der Vorreihe. Und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei der Zunahme angekommen und wir häkeln bis zum mittleren Stäbchen. Und ins mittlere Stäbchen häkeln wir drei Stäbchen in eine Masche. Und wir häkeln alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich häkle wieder ins mittlere Stäbchen der Zunahme. Drei Stäbchen in eine Masche. Ich häkle alle Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch die letzte Zunahme funktioniert gleich, immer ins mittlere Stäbchen. Drei Stäbchen in eine Masche häkeln und dann die verbliebenen Stäbchen bis zum Ende der Reihe häkeln. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Noch einmal zur Erklärung. Wir haben hier die Vorderteile, zwei Ärmel und das Rückenteil. Und wenn wir zunehmen, dann erhalten wir immer in den Randbereichen jeweils ein Stäbchen mehr und in diesen Zwischenbereichen immer zwei Stäbchen mehr pro Reihe. Und wenn wir diese beiden Zahlen zusammenrechnen, haben wir gleich viele Stäbchen wie hier auf diesem Rückenteil. Und wenn wir das vorne zusammengeben, liegt das nicht flach auf dem Tisch, ja? Das ist nicht erforderlich, denn getragen wird das später so. Und wir wenden die Arbeit. Das mit den Zunahmen funktioniert jetzt in jeder Reihe gleich. Und wir kommen zu einer Rückreihe und hier machen wir zunächst unsere drei Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und jetzt häkeln wir um das Stäbchen herum. Das heißt, wir häkeln Reliefstäbchen von vorne. Wir stechen nicht in die Masche ein, sondern vor dem Stäbchen hinein und hinten durch und vorne wieder heraus, sodass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Und das machen wir mit allen Stäbchen so bis zur Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr die drei Stäbchen, die in einer Masche sind aus der Vorreihe. Um das erste häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne ins mittlere Stäbchen und hier das Reliefstäbchen zur Seite schieben, ins mittlere Stäbchen auch hier drei Stäbchen in eine Masche, ganz normale Stäbchen und dann genau schauen, beim dritten Stäbchen dieser drei geht es mit den Reliefstäbchen weiter. Und wir häkeln bis zur nächsten Zunahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei diesen drei Stäbchen in einer Masche angekommen. Um das erste Stäbchen häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne, ins mittlere Stäbchen, drei Stäbchen in eine Masche und
ab dem dritten Stäbchen geht es mit den Reliefstäbchen weiter. Und die anderen zwei Zunahmen macht ihr genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich häkle bis zum vorletzten Stäbchen Reliefstäbchen und in dieser Reihe mit den Reliefstäbchen häkle ich das Randstäbchen einfach in die letzte Lücke um das Randstäbchen der Vorreihe herum. Wir wenden die Arbeit und diese beiden Reihen werden nun stets wiederholt. Die erste Reihe war die Einteilungsreihe und diese beiden Reihen sind der Mustersatz. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Die Hinreihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln nur ganz normale Stäbchen. Und in jede Zunahmestelle immer ins mittlere Stäbchen, hier sieht man sie sehr gut, häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und das bei allen 4 Zunahmestellen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe alle Zunahmen wie gewohnt gemacht und in dieser Stäbchenreihe häkle ich das Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir wenden die Arbeit und auch die Rückreihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln Reliefstäbchen bis zur Zunahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei dieser Dreiergruppe angekommen. Ganz wichtig, um das erste Stäbchen häkeln wir ein Reliefstäbchen. Dann schiebt ihr das ein bisschen zur Seite, dass das mittlere Stäbchen gut sichtbar ist. Ins mittlere Stäbchen häkeln wir die Zunahme mit 3 normalen Stäbchen in eine Masche und dann ganz wichtig auch um das dritte Stäbchen ein Reliefstäbchen häkeln und dann alle Zunahmen gleich machen. Wie gesagt, in den Randbereichen kommt pro Reihe ein Stäbchen dazu und in allen Zwischenbereichen, wo auf beiden Seiten eine Zunahmestelle ist, kommen 2 Stäbchen pro Reihe hinzu. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und in dieser Reihe mit den Reliefstäbchen häkle ich das Randstäbchen um das Randstäbchen der Vorrunde herum. Und von vorne sieht das Ganze jetzt so aus. So wird es später getragen. Hier entstehen die Ärmel. Hier haben wir die Vorderteile und hier das Rückenteil. Und wir häkeln so lange weiter, bis das Rückenteil eine bestimmte Breite erreicht hat. Wir messen von Zunahme zu Zunahme und zwar vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen der Zunahme. Hier brauchen wir eine bestimmte Breite. Ich schreibe euch Richtwerte für die verschiedenen Größen oben in die Ecke und ich schreibe euch auch Richtwerte für die Passenhöhe oben in die Ecke. Wichtig ist, die Breite muss auf jeden Fall erreicht werden. Die Passenhöhe kann eventuell auch ein bisschen abweichen, aber
Die beiden Maße sollten ungefähr zusammenpassen. Also einfach diese zwei Reihen, die wir nun gerade gemacht haben, so oft wiederholen, bis die benötigte Breite erreicht ist. Und am besten messt ihr das beim Rückenteil, und zwar vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 140, 146 die passende Größe erreicht. Ich habe eine passende Breite von ca. 40 cm und eine passende Höhe von ca. 22 cm. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben. Und wie gesagt, die sollten ungefähr zusammenpassen. Wichtiger ist natürlich die passende Breite, damit die Jacke weit genug wird. Und jetzt können wir die Ärmel abteilen. Ich habe mit einer Rückreihe geendet, also mit einer Reihe Reliefstäbchen. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Ich starte mit einer Luftmasche und häkle sofort in den ersten Maschenkopf eine feste Masche, und ich häkle feste Maschen bis zur ersten Zunahmestelle, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der ersten Zunahmestelle angekommen und hier seht ihr die drei Stäbchen in einer Masche. Ich häkle ins mittlere Stäbchen ebenfalls eine feste Masche. Dann lasse ich den Ärmelteil aus. Und bei der nächsten Zunahmestelle beginne ich wieder im mittleren Stäbchen mit der ersten festen Masche. Und wir häkeln das Rückenteil hinüber bis zum nächsten Ärmel, und dort zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin beim zweiten Ärmel angekommen. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Die letzte feste Masche habe ich wieder ins mittlere Stäbchen gehäkelt. Wir überspringen den Ärmelteil und starten wieder im mittleren Stäbchen mit den festen Maschen, und wir häkeln die Reihe zu Ende, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr die letzte feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt, und wir wenden die Arbeit. Wir starten mit drei Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt, und wir häkeln einfach in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Auch unter dem Arm einfach in jede Masche, die da ist, ein Stäbchen häkeln, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe Stäbchen zu Ende gehäkelt, und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Immer eine Reihe feste Maschen, das ist eine Hinreihe, und bei der Rückreihe häkeln wir Stäbchen. Wichtig ist, dass die Maschenzahl stets unverändert bleibt. Und ich zeige euch noch einmal, bei den festen Maschen häkeln wir eine Luftmasche, aber nur um in die Höhe zu kommen. Hier kommt die erste feste Masche gleich in den ersten Maschenkopf. Bei den Stäbchen ersetzen die drei Luftmaschen das erste Stäbchen. Bei den festen Maschen ersetzt die Luftmasche nicht die erste feste Masche, sondern die brauchen wir nur, um in die Höhe zu kommen. Und am Ende der Reihe, ganz wichtig,
In die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens auch eine feste Masche häkeln. Wie gesagt, die Maschenzahl muss unverändert bleiben. Und wir wiederholen diese zwei Reihen, bis ein vorläufiges Maß erreicht ist. Denn am Ende häkeln wir noch einen Bund mit ca. 5 cm dran. Und wir messen vom obersten Punkt gerade hinunter. Ich schreibe euch die Maße in die Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die benötigte Gesamtlänge erreicht. Hier vom obersten Punkt gerade hinunter gemessen. Ihr habt euer Maß erreicht. Wir haben mit einer Stäbchenreihe geendet. Das bedeutet, wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Das seht ihr an den Reliefstäbchen. Und jetzt häkeln wir den Bund. Und dazu beginne ich jetzt mit zwei Luftmaschen. Und damit ist die erste Masche besetzt. Und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Das heißt, wir stechen von hinten durch und dann wieder nach hinten. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Bei einer geraden Maschenzahl geht es sich so aus, dass das vorletzte Stäbchen ein Reliefstäbchen von hinten ist. Und dann brauchen wir noch unser Randstäbchen. Und das häkeln wir um das Randstäbchen der Vorreihe herum. Und wir wenden die Arbeit und starten immer mit zwei Luftmaschen und wiederholen immer dieselbe Reihe. Wir starten immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann kommt ein Reliefstäbchen von hinten und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich zeige euch noch einmal das Ende der Reihe. Hier ist das letzte Reliefstäbchen von vorne. Dann haben wir noch ein Reliefstäbchen von hinten. Und das letzte Stäbchen, das Randstäbchen, häkeln wir einfach um das Randstäbchen der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit und wir wiederholen diese Reihe, bis dieser Bund ungefähr 5 cm breit ist und wir enden mit einer Reihe auf der schönen Seite, also mit einer Hinreihe, sodass wir hier enden und dann häkeln wir hier bei der Vorderkante weiter. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen hat ungefähr 5 cm Breite erreicht. Ich habe mit einer Hinreihe geendet. Das erkennt ihr hier an der Passe, an den Reliefstäbchen. Jetzt drehen wir das Teil um 90 Grad und wir starten mit einer Luftmasche und ich häkle um jedes Randstäbchen zwei feste Maschen. Immer wo am Rand Stäbchen sind, häkeln wir zwei feste Maschen. Und da, wo am Rand diese Reihe mit den festen Maschen verläuft, nur eine feste Masche in die Reihe häkeln. Und auf diese Weise häkeln wir bis zum Halsausschnitt feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe feste Maschen gehäkelt. Noch einmal zur Erklärung. Über dem Bund immer zwei feste Maschen pro Reihe.
hier im unteren Bereich, da wo die festen Maschen sind, eine feste Masche und da wo am Rand Stäbchen sind, zwei feste Maschen und hier oben wieder zwei feste Maschen pro Reihe. Das Ganze kann sich noch ganz leicht wellen. Das legt sich erst später, wenn wir dann die Blende dran häkeln. Aber es darf sich nur ganz leicht wellen. Jetzt drehen wir uns das Ganze noch einmal um 90 Grad und wir häkeln drei Luftmaschen und wir häkeln in jede Einstichstelle, die vorhanden ist, ein Stäbchen. Ihr könnt hier etwas tiefer einstechen. Hier sind schöne Einstichstellen vorhanden. Und wir häkeln, bis wir hier drüben wieder ankommen. Lauter Stäbchen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den ganzen Halsausschnitt mit Stäbchen gehäkelt. Und ich habe darauf geachtet, dass ich auf eine gerade Maschenzahl komme. Solltet ihr auf eine ungerade Maschenzahl kommen, könnt ihr irgendwo zwei Stäbchen in eine Masche häkeln und das ausgleichen. Und jetzt wenden wir die Arbeit und wir häkeln wieder im Bundmuster. Ich starte mit zwei Luftmaschen und häkle wieder abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Also genau wie beim Bund unten bei der Jacke. Und ich mache diesen Halsausschnitt 3 bis 4 cm breit und ich ende mit einer Hinreihe. Also mit einer Reihe auf der schönen Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen hat ca. 4 cm Breite erreicht. Ich habe mit einer Hähnreihe geendet, also mit einer Reihe auf der schönen Seite. Wir drehen wieder um 90 Grad. Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln die Kante hinunter wieder mit festen Maschen, gleich wie auf der anderen Seite, da wo am Rand Stäbchen sind, zwei feste Maschen und im unteren Bereich, da wo am Rand feste Maschen sind, nur eine feste Masche. Und wenn ihr am unteren Rand angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Kante hinuntergehäkelt mit festen Maschen. Wir wenden die Arbeit. Ich starte mit drei Luftmaschen und häkle in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Und zwar die ganze Kante entlang. Und ich achte darauf, dass ich auf eine gerade Anzahl Stäbchen komme. Und wenn ihr oben wieder angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe Stäbchen beendet. Und bei Buben sind die Knopflöcher auf der im Tragen linken Seite. Bei Mädchen wären die Knopflöcher auf der anderen Seite und ich habe mit Klammern eine Voreinteilung gemacht. Bei mir sind sich 6 Knopflöcher ausgegangen, ungefähr im Abstand von 10 bis 11 cm. Das hängt natürlich davon ab, wie lang bei euch dieser Teil ist. Am besten zuerst das oberste, dann das unterste und dann die anderen gleichmäßig verteilen. Und jetzt häkeln wir wieder im Bundmuster. Wir starten mit zwei Luftmaschen und häkeln wieder
ein Relieffstäbchen von vorne und ein Relieffstäbchen von hinten bis zur ersten Klammer und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich habe die erste Klammer entfernt. Ich habe mit einem Reliefstäbchen von vorne geendet. Ich häkle eine Luftmasche, lasse eine Masche aus und dann geht es wieder mit einem Reliefstäbchen von vorne weiter. Wenn ihr mit einem Reliefstäbchen von hinten endet, häkelt ihr ebenfalls eine Luftmasche, lasst eine Masche aus und dann geht es mit einem Reliefstäbchen von hinten weiter. Und auf diese Weise häkeln wir alle Knopflöcher und es wäre gut, wenn zwischen den Knopflöchern gleich viele Maschen sind, wenn sich das ausgeht. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an. Und wenn ihr die Knopflöcher gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Knopflöcher eingeteilt und jetzt häkeln wir einfach noch zwei Reihen im Buntmuster drüber. In der nächsten Reihe häkelt ihr ein Stäbchen in die Lücke und in der letzten Reihe integrieren wir dieses Stäbchen wieder ins Muster und wir starten immer mit zwei Luftmaschen. Und wenn ihr diese zwei Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die erste Blende beendet und für die zweite Blende starten wir am Halsrand. Wir suchen uns das oberste Randstäbchen. Wir holen den Faden durch, verknoten den Faden . Wir stechen noch einmal ein, holen den Faden durch und häkeln drei Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen in dieselbe Lücke. Dann häkeln wir um jedes Randstäbchen zwei Stäbchen. Bis wir zu den festen Maschen kommen. Und hier häkeln wir in jede feste Masche ein Stäbchen. Und wir schauen, dass wir auf dieselbe Maschenzahl kommen wie auf der anderen Seite. Und dann häkeln wir dieselbe Anzahl Reihen wieder im Buntmuster. Ab der zweiten Reihe wieder ein Reliefstäbchen von vorne und eins von hinten und insgesamt sind es vier Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe beide Blenden fertig gehäkelt. Schon einmal alle Fäden vernäht und die Knöpfe angenäht und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir nun gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke, das heißt, dass die Reliefstäbchen außen sichtbar sind, also diese Stege, und wir beginnen unter dem Arm. Hier seht ihr diese drei Stäbchen in einer Masche. In dem mittleren Stäbchen ist eine Masche drin
Und hier stechen wir ein. Wir holen den Faden durch und machen einen Knoten. Wir stechen noch einmal in dieses mittlere Stäbchen der Zunahme ein, holen den Faden durch und häkeln drei Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen und dann häkeln wir auf jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen und auch hier habe ich das letzte Stäbchen ins mittlere Stäbchen dieser Zunahme gehäkelt. Und diese Maschenzahl, die ihr jetzt habt, dies müsst ihr euch notieren. Die brauchen wir erstens für den zweiten Ärmel und zweitens brauchen wir sie später noch für die Abnahmen. Wir wenden die Arbeit und starten mit drei Luftmaschen und häkeln eine ganz normale zweite Musterreihe mit Reliefstäbchen, in dieser Reihe noch ohne Abnahmen. Es muss also insgesamt dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen, inklusive der Randstäbchen, also die gleiche Anzahl wie in der Vorreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und wie gesagt, noch ist die Maschenzahl unverändert. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt nehmen wir in jeder Reihe ein Stäbchen ab und zwar immer am Ende der Reihe. Ich zeige euch zunächst, wie das gemacht wird und danach erkläre ich euch, wie oft ihr die Abnahmen für die gewünschte Größe wiederholen müsst. Wir starten also ganz normal mit drei Luftmaschen und häkeln bis zum Ende der Reihe und dort machen wir dann die Abnahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und ich lasse ganz einfach das Ersatzstäbchen übrig. Das heißt, ich habe jetzt ein Stäbchen weniger und in der anderen Reihe machen wir das genauso. Der Anfang der Reihe bleibt ganz normal mit drei Luftmaschen. Dann häkeln wir Reliefstäbchen, bis am Ende der Reihe noch zwei Maschen übrig sind. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe noch ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Und ich häkle in den letzten normalen Maschenkopf das Randstäbchen, also kein Reliefstäbchen, sondern ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen lasse ich aus. Auf diese Weise haben wir pro Mustersatz zwei Maschen weniger, einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Und diese Abnahmen wiederholen wir, bis wir ungefähr noch zwei Drittel der Ärmelbreite übrig haben. Das heißt, ein Drittel nehmen wir ab. Als Beispiel, bei mir waren es in der ersten Reihe 56 Stäbchen. Geteilt durch 3 ist 18, irgendetwas. Die Kommazahlen lassen wir weg. Bei mir wären es also 18. Und das Ganze mal 2 ist 36, das heißt 36 Maschen müssen bei mir übrig bleiben, dann haben wir ungefähr um ein Drittel reduziert.
Und dann geht es noch ein kleines Stücklein gerade hinunter bis zur vorläufigen Länge, bis zum Bund. Ich werde euch diese kleine Formel auf die nächste Folie schreiben. Also einfach die Maschenzahl, die ihr in der ersten Reihe hattet, geteilt durch 3 mal 2. Und so viele Maschen müssen übrig bleiben. Und so lange wiederholen wir nun diese Abnahmereihen, bis noch 2/3 der Maschenzahl übrig sind. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Abnahmen so lange durchgeführt, bis ich jetzt noch circa 2/3 der Maschenzahl übrig habe. Also wir haben um 1/3 die Maschenzahl reduziert. Ich habe wieder darauf geachtet, dass eine gerade Maschenzahl übrig bleibt. Und jetzt häkeln wir noch ein Stückchen ohne Abnahmen weiter bis zum angegebenen Maß für die gewünschte Größe. Und danach kommt noch der Bund dran. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das letzte Stück ohne Abnahmen gehäkelt. Ich habe eine gerade Maschenzahl. Ich habe mit einer Hähnreihe vorläufig geendet. Und jetzt häkeln wir denselben Bund dran wie hier. Gleich viele Reihen. Wir wenden die Arbeit, häkeln jetzt 2 Luftmaschen und häkeln wieder abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und wie gesagt, ich mache gleich viele Reihen wie hier am unteren Rand der Jacke. Und ich ende mit einer Hähnreihe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Bund dran gehäkelt und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht. Dazu häkle ich zuerst eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum immer 2 feste Maschen. Und ihr müsst hier genau schauen, dass die Reihen zusammenpassen. Immer Reihe für Reihe die Naht schließen bis ganz hinauf. Und wenn ihr diese Naht gemacht habt, macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere tolle Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser bärenstarken Kinderjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele wunderschöne, von mir persönlich handgearbeitete Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Eure Karin aus dem Ländle.